Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass Herr Hück übernommen hat sozusagen. Wir sind ein bisschen spät, aber wir geben entspannt Gas. Wir passen uns der Zeit an, wir bleiben energiegeladen und hören jetzt Impulse aus Ostdeutschland. Als erstes freue ich mich sehr, Project Great H2 oder Projekt Groß H2, industrielle Anwendung von grünem Wasserstoff, auf Herrn Christoph Frenkel, der stellvertretende Geschäftsführer der Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk. Wasserstoff ist Ihr Thema, seit jeher Diplom-Ingenieur und Master of Science international unterwegs, auch schon für die GIZ gewesen, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und Sie leiten stellvertretend das Kompetenznetzwerk für erneuerbare Energien, Energiespeicherung, Effizienz und Sektorenkopplung. Ihre Bühne bitte. Ja, vielen Dank für die sehr freundliche Anmoderation. Ich freue mich sehr, auf diesem Fachforum eins unserer Forschungsprojekte heute vorzustellen. Es geht um das großartige Projekt Green Hydrogen for Industrial Applications in Thuringia, kurz Great H2, was wir in den letzten Jahren in Thüringen durchgeführt haben. Erlauben Sie mir aber ganz kurz noch ein paar Worte zu TEN, Thüringer Erneuerbaren Energiennetzwerk. Wir sind an sich ein vom Land Thüringen gefördertes Innovationscluster, beschäftigen uns, wie man das ja auch aus dem Namen erkennen kann, mit erneuerbaren Energien, aber auch seit den letzten Jahren viel stärker mit der kompletten Dekarbonisierung der Energieversorgung in Unternehmen, in Industrieclustern, in Regionen. Und was jetzt auch neu noch mit hinzugekommen ist, ist das Thema Change Management. Also wie überwinden wir nicht nur diese technischen Fragestellungen, sondern auch nicht technische Hindernisse. Akzeptanz, Partizipation sind Stichworte, die darunter fallen, aber auch die Entscheidungsfindung. Und ganz klar, als Netzwerk bieten wir natürlich die verschiedensten Veranstaltungs- und Informationsaustauschformate an. Uns gibt es schon eine ganze Weile, seit jetzt 11 Jahren, sind mit Mitgliedern aus Wirtschaft und Wissenschaft unterwegs. Und ja, auch zertifiziert mit dem Silberlabel als Clusterorganisation. Genau. Wie gesagt, auch das Thema Great H2, das Projekt, gehört in unsere Innovationsprojekte zur Dekarbonisierung der Energieversorgung. Wir haben auch noch ein paar andere, nur kurz erwähnt. Das Projekt Zorro, Transformationskonzepte für KMU, was wir seit 5 Jahren ungefähr bearbeiten. Aber auch mal ein anderer Blickwinkel, Smoot, wo wir sozusagen uns ein Quartier vorgenommen haben und geschaut haben, wie man in der Quartiersperspektive die Dekarbonisierung vorantreiben kann. Stakeholder-Prozess, es wurde ja auch schon immer wieder jetzt hervorgehoben, der Dialog zwischen den Fachexperten aus Politik, aus Wirtschaft, aus der Verwaltung, das koordinierten wir in Thüringen und werden wir auch jetzt in den nächsten Monaten fortführen, diesen Stakeholder-Prozess zur integrierten Netzplanung. Kommen wir aber zurück zu unserem Projekt. Die Grundüberlegung war, dass die Anwendung von Wasserstoff an sich ja auch definiert wurde in der Wasserstoffstrategie, dass da insbesondere die prioritären Industrien benannt wurden. Dort klar war, dass dort die ersten Anwendungsfälle sind, aber Thüringen hat sich die Frage gestellt, wo sind, jetzt auch neben Mobilität und Logistik, noch weitere interessante Anwendungsfelder für Wasserstoff, gerade für den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur, ein sehr interessanter Aspekt. Insofern haben wir uns mit den Prozessen beschäftigt, eher im Bereich der Hochtemperatur, also Schmelzen, Sintern, Verbrennen und dort über Thüringen hinweg Unternehmen aus bestimmten Branchen, wo das per se in Frage kommt, kontaktiert. Das waren am Ende um die 20 Unternehmen ungefähr aus Metallindustrie, Glasindustrie, Keramik und Ziegelindustrie, wo wir im Dialog in Workshops geprüft haben, wie die Wasserstoffnutzung dort zur Anwendung kommen kann. Wir haben insgesamt 10 dann bei erfolgreichen Workshops 10 Nutzungskonzepte entwickelt, wie das Unternehmen in die Nutzung von Wasserstoff einsteigen kann. Wir haben aber auch mal ein ganzes Industriecluster betrachtet, und zwar Tridelta Campus Hermsdorf, dort 22 Unternehmen über den dortigen Verein vertreten,
wo wir sozusagen unternehmensübergreifend uns dem Thema genähert haben. Im Grunde die Vorgehensweise ist analog, Untersuchung des Energie- und Produktionsprofils, dann die Identifikation der Prozesse, wo Wasserstoff eingesetzt werden kann, auch in einer gewissen Reihenfolge, welcher Bedarf ist damit verbunden und was sind die erforderlichen Schritte auf Seiten der Unternehmen, um dann in Zukunft tatsächlich ihren momentan noch mit Erdgas versorgten Prozess dann mit grünem Wasserstoff zu versorgen. Wir gingen vom Prinzip immer mit verschiedenen möglichen Szenarien an die Unternehmen heran. Zum Teil sind die auch an uns herangetragen worden, dass ein Unternehmen zum Beispiel sehr umfangreiche Pläne hat, Photovoltaik und auch ein naheliegendes Windpark über ein PPA einzubinden, dann die Überschüsse zu nutzen, Wasserstoff zu erzeugen und den Wasserstoff für die thermischen Prozesse einzusetzen. Das ist ein Szenario. Reicht in der Regel nicht. Man braucht natürlich eine gute Auslastung des Elektrolyseurs. Dann kommt die andere Möglichkeit hinzu, da aufzustocken über den Einkauf von Energie. Oder es ist vor Ort tatsächlich gar nicht möglich, aus einer Eigenerzeugung Wasserstoff zu erzeugen, dann natürlich den Strom einzukaufen. Das alles unter dem Blickwinkel, dass in Thüringen die Unternehmen sehr weit über das Land verteilt sind, Thüringer Wald, hinterm Thüringer Wald und Wasserstoffleitungen einfach in realistischen Zeiträumen nicht zu erwarten sind. Also die aktuellen Pläne gehen entlang der A4, einmal quer durch Thüringen durch, wo dann die daneben liegenden Industrieunternehmen angeschlossen werden, das ist mehr als ein Fragezeichen. Also die Gedanken sind dann, wie komme ich ansonsten zu Wasserstoff? Genau. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Anwendung. Da einmal der Blick, die Produktion mit Wasserstoff zu ersetzen oder differenzierter Produktionslinien erstmal zu betrachten, zu ersetzen oder auch einzelne Produktionsanlagen erstmal, einzelne Brennergruppen, um auch Erfahrung zu sammeln, welchen Auswirkungen das auf die Produktqualität hat. Anderer Aspekt ist eine Beimischung, wird auch interessanterweise schon hier und da durchgeführt. Wasserstoff hat gute Eigenschaften, das mit zu nutzen. Oder bei dem Clusteransatz da auch die anderen Unternehmen mit zu betrachten. Wir haben da so eine gewisse Reihenfolge entwickelt, wie das Sinn macht. Vom Prinzip da, wo grauer Wasserstoff eingesetzt wird, auf grün umzustellen. Prozesse, wo hohe Temperaturen vorliegen, wo eine Beimischung möglich ist oder wo es auch eine bautechnische Trennung ist, wo sozusagen der Wasserstoff nicht in Kontakt kommt mit der Produktqualität. Mobilität und Logistik, wie sind interessante Synergieeffekte, die Speicherung und aber auch die Abwärmenutzung, gerade bei Industrieclustern, in der Elektrolyse entsteht ja Wärme, das mit zu nutzen. Aber im Grunde und an letzter Stelle, wo vom Prinzip noch sehr hohe Forschungs- und Entwicklungsfragestellungen sind. Was ist das Fazit bei den Einzelunternehmen? Zum einen, man kann nicht nur das Thema Wasserstoff betrachten, man muss immer die gesamte Dekarbonisierung in den Unternehmen beschäftigen. Es macht nicht Sinn, sozusagen diesen großen Schritt zur kompletten Umstellung zu gehen, sondern das in Teilschritte auch mit Erfahrungssammeln aufzuteilen. In der Regel braucht es immer noch Forschung und Entwicklung, das muss man unbedingt jetzt beginnen. Infrastruktur für Forschung steht zur Verfügung. Auch die sozusagen Kompetenzen im Umfeld mit einzubinden und das Transformationsmanagement nicht auszuklammern. Ich will noch eine andere Folie an der Stelle zeigen. Wenn man jetzt einen Industriecluster betrachtet, dann ist das zum Teil ähnlich. Also ein Clusteransatz hat unheimlich viele Vorteile. Man kann zwischen den Unternehmen Synergien ziehen, die mit zu berücksichtigen. Wenn man sich auch gerade jetzt auf Blick der Industrie mit dem Thema beschäftigt, muss man davon ausgehen, es ist ein längerwieriger Prozess und man muss eine Stetigkeit gerade bei der Koordination bereitstellen. Genau, ansonsten auch da gesamte Dekarbonisierung ins Auge nehmen, die Wasserstoffumstellung auch wieder in Teilschritten beachten und das Transformationsmanagement nicht ausklammern, weil vom Prinzip es nicht nur technische Fragen sind, die gelöst werden müssen, sondern auch nicht technische Hindernisse. Wenn Sie vom Prinzip Fragen haben zu Umstellungen in Unternehmen, in Industrieclustern oder zum Transformationsmanagement, kommen Sie gerne auf mich zu. An der Stelle danke ich Ihnen aber erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Frenkel, ich danke Ihnen, dass Sie die Zeitzeichen erkannt haben.
und darf an dieser Stelle, die IHK hat bestellt, wir liefern sehr herzlich einen eingetroffenen Politiker begrüßen, Herr Christian Pegel, Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Seien Sie uns herzlich willkommen. Und ich hoffe, Sie haben eine Viertelstunde mehr Zeit mitgebracht, weil wir haben so viel zu diskutieren, dass wir ein bisschen hinten ranhängen. Deswegen machen wir sofort weiter mit einer Dame, und zwar Frau Dorothee Kastner-Haas würde ich sehr gerne auf die Bühne bitten. Speichern, optimieren, profitieren, wie Sie Batteriespeicher am Energiemarkt einsetzen können. Sie ist Chief Sales Officer der Energy to Market GmbH, ihres Zeichens Diplom-Ingenieurin und Master of Science Urbanistik von der Bauhaus Uni Weimar, will speichern, optimieren und profitieren durch intelligenten Einsatz von Batteriespeichern am Energiemarkt. Liebe Frau Dorothee Kastner-Haas, Ihre Bühne. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier einen kurzen Impuls zu geben. Ich versuche es wirklich kurz zu machen. Ich weiß, wir sind ein bisschen hinter der Zeit. Und ich würde gern von unserer Perspektive heute mal mitbringen, wie wir mit unseren Kunden und vielleicht auch mit Ihnen Speicher ideal einsetzen können. Wir haben jetzt heute schon ganz viel gehört. Das heißt, ein paar Sachen, die ich Ihnen jetzt mitgebracht habe, verstetigen jetzt eigentlich nur noch mal das, was wir heute Vormittag schon gehört haben. Ganz kurz aber, wer sind wir? Wir ebnen den Weg in die dezentralen Energien, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, an diesem Markt teilzunehmen. Und wer wir sind, habe ich Ihnen mal auf einer Folie mitgebracht. Die Energy to Market ist ein klassisches mittelständisches Unternehmen hier aus Leipzig. Wir sitzen in Plagwitz. Wir sind 2009 gegründet worden. Das heißt, wir haben jetzt dieses Jahr unser 15-jähriges Bestehen, was wir feiern werden. Wir sind circa 130 Mitarbeiter aktuell und wir vermarkten die Energie und die Flexibilität aus dezentralen Anlagen. Ich bin jetzt auch schon ein paar Mal gefragt worden. Wir haben hier draußen auch einen Stand. Also wir sind kein Anlagenbauer. Wir bauen auch keine Batteriespeicher, sondern wir vermarkten die Flexibilität aus den Anlagen unserer Kunden, erneuerbare Energien, aber auch sonstige dezentrale Anlagen. 5.000 sind das im Moment, 5.000 sogenannte dezentrale Anlagen, die wir in unserem virtuellen Kraftwerk angebunden haben und vermarkten. Das ist eine hochverfügbare und redundante Infrastruktur, die auch hier in Leipzig in zwei Rechenzentren gehostet wird. Und damit ermöglichen wir unseren Beitrag für die Energiewende mitzuleisten. Und wie ordnen wir jetzt, wir haben das heute Vormittag schon ein paar Mal gehört, jetzt eigentlich Flexibilität in dieses Energiesystem der Zukunft ein? Wir haben einen zunehmenden Ausbau erneuerbarer Energien, und zwar vor allem Wind und Sonne. Auch das haben wir heute schon gehört. Und das führt zu einem extremen Bedarf an Speicherkapazität. Und diese Speicher, ich wiederhole jetzt, was Sie heute früh schon gesagt haben, ergänzen und stabilisieren unser Stromsystem. Und sie sind zwingend notwendig, damit uns das auch mit den Erneuerbaren gelingt. Und ich habe Ihnen mal hier eine Grafik mitgebracht. Das ist der politisch beschlossene Ausbaupfad Solar und Wind in Deutschland in den kommenden Jahren. Bis 2030 geht das Ganze. Das ist schraffiert. Das heißt, alles, was schraffiert ist, ist geplant. Sie sehen also so circa 15 bis 20 Gigawatt neue Solarmengen jedes Jahr sollen in Deutschland dazukommen. Die grünen Balken sind Wind onshore und offshore. Wohl bemerkt, geplante Szenarien. Wir werden sehen, ob das am Ende alles auch so kommt. 2023 haben wir gesehen, dass die Zahlen überschritten wurden, vor allem im Solarausbau. Der hier orange hinterlegte Balken Solar ist Januar bis Juni 7 Gigawatt. Wir haben es heute früh gehört, die Zahl ist gar nicht mehr richtig. 10 Gigawatt Solar haben wir bis gestern wahrscheinlich an neuen Zubaumengen in Deutschland bereits realisiert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir auch dieses Jahr die 17 Gigawatt wahrscheinlich eher übertreffen werden. Und auf der anderen Seite habe ich Ihnen meine Zahlen mitgebracht. Auch die haben wir heute schon zumindest mal verbal gehört. Was passiert auf der anderen Seite mit den Strompreisen an der EPEX Spot? Das ist ja unser Markt, an dem wir unter anderem auch unterwegs sind. Wir sehen in den letzten Jahren zunehmend negative Preise. Und die grüne Linie, die Sie hier sehen, das ist das Jahr 2024. Das heißt, wir haben bis Mitte des Jahres schon mehr negative Stundenpreise gesehen als in allen Jahren zuvor.
Wir müssen davon ausgehen, dass sich dieser Trend fortsetzt, weil die Solarmengen natürlich zunehmen werden. Wir haben über 90 Gigawatt bereits im deutschen System und Solar produziert auch am Wochenende, auch in den Mittagsstunden, wo dieser Strom eben nicht immer auch in der kompletten Menge benötigt wird. Und wie schaffen wir es, dass der nicht einfach nur vernichtet und abgeregelt wird? Und eine Antwort darauf sind Batteriespeicher. Auch die Zahlen haben Sie in anderer Art und Weise von meinen Vorrednern schon gehört. Das haben wir Stand heute an Speichern in Deutschland installiert. Dieser große hellblaue Balken, den lasse ich jetzt mal außen vor. Das sind die Heimspeicher, Riesenzuwachs in den letzten Jahren. Der dunkelblaue sind die Großspeicher, das Orange oder Rote die Gewerbespeicher, also so knapp 2 Gigawatt, 1,7 Gigawatt und ein bisschen was über 2 Gigawattstunden. Das ist auch das Segment, in dem wir als Energy to Market tätig sind, wo wir Antworten und Lösungen für unsere Kunden haben. Und dieses Bild, das werden Sie auch kennen, das sind jetzt erstmal nur die nächsten 2 Jahre, die ich mitgebracht habe. Ich glaube, vom Fraunhofer gibt es eine sehr spannende Grafik bis 2045. Gigantisch, was da kommen soll, wird oder auch kommen muss in Deutschland. Wir sehen gerade sehr, sehr viele Investoren, Stadtwerke, Industrieunternehmen, die in dieses Segment reingehen. Das heißt, wir wollen allein in den nächsten 2 Jahren im Bereich Großspeicher und Gewerbespeicher die Kapazität und die Leistung verdoppeln. Und ganz kurzer Impuls, wie Sie solche Batteriespeicher am Energiemarkt am Ende einsetzen können mit uns gemeinsam. Wir haben hier einige sehr spannende Produkte auch entwickelt und vermarkten diese Speicher für unsere Kunden schon aktiv am Energiemarkt. Das erste Modell sind die klassischen Standalone-Speicher. Das heißt, ich habe wirklich einen Speicher für eine Primäranwendung. Und die Primäranwendung, diesen Speicher wirtschaftlich einzusetzen, ist die Regelenergievermarktung und die Optimierung am Day-Ahead und am Intraday-Markt. Wir als Energy to Market sind ein präqualifizierter Regelenergieanbieter in allen 4 Regelzonen in Deutschland. Das heißt, wir können Ihre Speicher hier in der 50-Hertz-Regelzone, aber auch in allen anderen Regelzonen an unser virtuelles Kraftwerk anbinden. Zweites unglaublich interessantes Modell ist diese sogenannte Anlagenkombination. Das heißt, wir haben Solarparks oder auch Windparks, die mit Speichern kombiniert werden. Das gibt eine sehr interessante Möglichkeit, gefördert von der Bundesnetzagentur, die sogenannten Innovationsausschreibungen. Das Modell funktioniert aber auch ohne eine Förderung. Also ein bestehender Freiflächen-PV-Park wird durch einen Speicher ergänzt. Auch die können wir in die kurzfristige Optimierung nehmen. Hier haben wir sicherlich noch ein paar regulatorische Themen, was Netzbezug, Netzeinspeisung angeht. Da sind wir auch in Berlin im engen Austausch, dass da die Hürden für die Kunden und auch für uns noch etwas erleichtert werden. Aber der Ansatz funktioniert. Und das dritte Modell, sicherlich auch für einige Unternehmer hier von Ihnen, sind die sogenannten industriellen Anwendungen, also Behind the Meter. Wir haben Projekte bei uns in der Vermarktung, wo die Primäranwendung erstmal eine Lastspitzenkappung, eine Verschiebung der Bedarfe ist. Große Brauereien oder auch aus der metallverarbeitenden Branche. Das heißt, das ist der primäre Anwendungsfall. Und darüber hinaus nutzen wir mit den Kunden aber die Flexibilität. Der Kollege von der Tesvolt hat es gerade so schön gesagt, oft steht dieser Speicher dann rum. Es ist energiewirtschaftlich und ökonomisch völlig untragbar eigentlich. Also diese Speicher können darüber hinaus in den Zeiten, wo sie eben nicht für den Industriestandort die Lastspitzen kappen, an Regelenergiemärkten und an der kurzfristigen Optimierung teilnehmen. Und auch das machen wir schon sehr erfolgreich. Wir arbeiten da auch sehr erfolgreich mit unserem EDF-Konzern zusammen, dem wir seit 2019 angehören. Und ich habe jetzt keine Zahlen mitgebracht, die Zeit ist knapp, aber wen das im Detail noch etwas interessiert, was wir auch für Potenzial in den Erlösen da sehen, wir haben einen kleinen Stand hier draußen, dann schauen Sie gern noch mal heute Nachmittag bei uns vorbei. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Kastner-Haas, vielen herzlichen Dank. Und das vergesse ich immer wieder zu erwähnen, bitte um Entschuldigung, die Treppe rauf ist nicht nur die schöne Terrasse, sondern viele Stände von spannenden Unternehmen und Unternehmungen. Jetzt freue ich mich sehr auf digital gestütztes Recycling von PV-Modulen. Wir gehen nach Sachsen-Anhalt und begrüßen Sie mit mir Fridolin Franke, Business Development Operations and Finance der Solar Materials GmbH. Co-Founder, wenn ich das richtig weiß, und als Bachelor of Science zuständig für Business Development.
Und Sie werden uns berichten, wie schon gesagt, über digital geschütztes Recycling von PV-Modulen, was, glaube ich, ein riesengroßes und wichtiges Thema ist. Ihre Bühne bitte. Vielen, vielen Dank für die warmen Worte zu Beginn. Also, wie gesagt, ich bin einer der Co-Founder und auch Geschäftsführer von Solar Materials. Und ich möchte heute ein bisschen mal eine andere Perspektive auf das ganze Thema Solar geben. Bisher haben wir uns hier sehr viel mit dem Thema Erzeugung und Netzausbau beschäftigt. Aber ja, letzten Endes, einer der Treiber für die Energiewende ist auch der Wunsch Europas oder Deutschlands zu mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern beziehungsweise auch den Ländern, woher diese Energieträger kommen. Gleichzeitig haben wir jetzt mit dem Ausbau der Solarindustrie eine fast 100-prozentige Abhängigkeit von chinesischen Solarmodulherstellern. Deshalb ist es unsere Mission, die Solarindustrie in eine Kreislaufwirtschaft zu transformieren. Wir sind Stand heute eins von gerade mal zwei Recyclingunternehmen in Deutschland, die sich wirklich auf das Recycling von kristallinen Silizium-Solarmodulen konzentrieren. Haben an unserem Standort in Magdeburg bereits eine 3000 Tonnen Recyclinganlage up and running. Also seit letztes Jahr November sind wir ein zertifiziertes Recyclingunternehmen. Wir sind innerhalb der 3 Jahre, seitdem es uns jetzt gibt, auf knapp 30 Mitarbeiter angewachsen und haben uns bisher größtenteils über Venture Capital finanziert und haben da knapp 16 Millionen Euro eingesammelt. Was ist die große Herausforderung bei dem Solarmodul Recycling oder was ist das Problem mit dem Status quo? Bisher werden die Module geschreddert und sortiert und dabei können Glas, Aluminium und Kupfer wieder zurückgewonnen werden. Aber gerade die Funktionswerkstoffe, das heißt das Silizium und das Silber von den Solarzellen, was letzten Endes auch den Strom produziert, wird bisher gar nicht zurückgewonnen. Und das macht aber gleichzeitig auch ungefähr 50% von dem Rohstoffwert aus. Hierbei möchte ich insbesondere das Silber nochmal hervorheben, das gerade mal 0,07% von dem Gewicht ausmacht, aber halt eben knapp diese 50% vom Wert. Das wirklich Schwierige ist, diese Solarzellen aus diesem Schichtverbund von den Solarmodulen rauszubekommen. Es ist einlaminiert zwischen zwei Kunststofffolien, Glas obendrauf, Aluminiumrahmen drumherum und ist letzten Endes dafür gebaut, 25 oder 30 Jahre zu halten und halt nicht wieder auseinanderzugehen. Wenn man das Ganze jetzt schreddert, dann werden die Solarzellen, die sehr, sehr spröde sind, in so kleine Partikel zersetzt, dass das in dem gesamten geschredderten Material sehr, sehr schwierig wieder daraus zurückzugewinnen ist. Weiterer Faktor ist, prinzipiell sieht ein Solarmodul zwar immer so aus, aber es gibt 50.000 verschiedene. Das heißt, es gibt unterschiedliche Größen von irgendwie 1,20 Meter bis 2,40 Meter neue Module, unterschiedliche Anschlussdosen, unterschiedliche Rahmen, die geschraubt, geklebt, was auch immer sind. Das heißt, eins der Kernprobleme von Recyclingunternehmen im Allgemeinen ist, dass man nie weiß, was man für Material bekommt und dann aber einen Weg finden muss, um die Materialien dann trotzdem bestmöglich weiter zu verwerten. Deswegen haben wir auch einen ganz anderen Ansatz gewählt als dieses klassische Schreddern. Hat auch ein bisschen den Hintergrund, wir kommen nicht aus dem Recycling, sondern mehr aus dem Produktionsumfeld und haben ein datengestütztes eine Art Reverse Production entwickelt. Das heißt, wir zerlegen das Modul nacheinander wieder in die einzelnen Bestandteile und können dadurch die Rohstoffe direkt in viel höherer Reinheit wieder zurückgewinnen. Der wirkliche Kern unserer Innovation liegt dabei in dem Delaminierungsprozess, das heißt, wie wir diesen Schichtverbund auseinanderbekommen. Dafür nutzen wir ein thermomechanisches Verfahren, verzichten auf den Einsatz von Chemikalien oder Hochtemperaturverfahren wie beispielsweise eine Pyrolyse, wodurch wir auch sehr energieeffizient sind. Und gegenüber den chemischen Verfahren haben wir auch gleichzeitig ungefähr 80 oder bis zu 80% geringere Kosten für die Rückgewinnung des Silbers, was es uns dann auch ermöglicht, sogar günstiger als das bisher Schreddern und Sortieren, das Recycling an große Solarparkbetreiber oder sonstige Kunden anzubieten. Das heißt, wir sind günstiger und grüner. Vor 2 Jahren noch oder vor 3 Jahren auch wurden wir immer wieder, insbesondere von Investoren, mit der Frage konfrontiert, ist denn überhaupt schon Markt da? Es werden ja jetzt gerade sehr, sehr viele Module installiert, also wird Ihnen auch bekannt sein. Vielleicht hat der eine oder andere auch noch nie darüber nachgedacht, was passiert überhaupt mit den Modulen am Lebensende. Aber Solarmodule sind Stand heute schon der am schnellsten wachsende Elektroschrottstrom in Deutschland. Wir sind jetzt gerade in diesem Jahr auch mit so vielen Anfragen konfrontiert, dass wir jetzt schon
mehrere tausend Tonnen zu uns bekommen haben, die wir jetzt dann entsorgen müssen, weswegen wir auch gerade dabei sind, unsere Kapazität auszubauen. Gleichzeitig ist der große Vorteil von diesen zurückgewonnenen Rohstoffen, dass man einen deutlich geringeren Carbon Footprint hat. Das heißt, pro Tonne recycelter Solarmodule können wir ungefähr 3 Tonnen CO2 einsparen und auch diese Rohstoffe in der nachgelagerten Produktion von neuen, beispielsweise Aluminiumrahmen oder irgendwelchen Scheiben, benötigen deutlich weniger Energie. Wir sind jetzt gerade dabei, mit dem Funding aus unserer letzten Finanzierungsrunde unser erstes industrielles Werk zu bauen, hier in der Halle. Wie man sehen kann, die erste Prozessstation steht schon. Bis nächstes Jahr April kommen noch ungefähr 15 weitere dazu. Also es ist auch mittlerweile schon eine recht ordentliche Linie, die wir dort aufbauen. Aber die Kapazität ist jetzt schon bis Mitte 2026 ausgelastet. Und wir haben noch so viel Nachfrage, gerade in der Pipeline, dass wir jetzt schon dabei sind, die Erweiterung der Produktion fürs nächste Jahr zu planen, auch an dem Standort Magdeburg. Solarmodule werden weltweit verbaut. Dementsprechend ist es auch ein globales Problem. Es gibt erstaunlicherweise, ist immer noch erstaunlich, auch wenn wir uns jetzt schon seit irgendwie 4 Jahren mit dem Thema beschäftigen, kaum Wettbewerber, die wirklich neue Technologien entwickeln. Große Recyclingunternehmen investieren nicht in Kapazität, weil sie halt nicht in Schreddern und Sortieren investieren wollen, weil das halt einfach nicht wirtschaftlich sinnvoll ist und die Rohstoffe nicht zurückgewonnen werden kann. Und es gibt gerade mal 3 andere Startups, die einen ähnlichen technologischen Reifegrad haben wie wir, global gesehen. Das bedeutet, dass wir diesen wachsenden Solarmodulberg irgendwie zu bewältigen oder bewältigen zu können, bis 2030 weltweit 300 von solchen Linien, die Sie gerade gesehen haben, aufbauen müssen und wir ansonsten mehr oder weniger in den Solarmodulen untergehen werden. Und nochmal darauf hingewiesen, es ist halt eine super tolle Rohstoffquelle. Es gehen weltweit aktuell ungefähr 15% von der Silberproduktion in die Photovoltaik. Wir in Deutschland oder in Europa gewinnen viele von den Rohstoffen, können wir die nicht hier zurückgewinnen. Und gleichzeitig wird bisher nicht genug in diese Bereiche investiert, damit halt die Rohstoffe, die wir schon in Deutschland oder Europa haben, auch hier wieder dann zurückgewonnen werden können. Wenn Sie jetzt also irgendwelche Solarmodule zur Entsorgung haben, irgendwelche anderen Anknüpfungspunkte für eine Kooperation oder auch einfach Interesse haben, mehr zu erfahren, freue ich mich auf jeden Fall auf Ihre Nachricht. Vielen, vielen Dank. Tausend Dank, Herr Franke. Ich hatte neulich noch gedacht, wie kriegen wir diese ganzen Solardinger einfach irgendwann mal entsorgt in einer Diskussion über Atomkraft. Aber es war ein anderes Thema. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt eine Pause und ich darf mir erlauben, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, Sie kurz einzuordnen, dass wir danach ein Diskussionspanel mit dem Herrn Minister haben. Und dann wieder eine große Pause. Also würde ich Sie jetzt ganz herzlich bitten, die Viertelstunde Verzug natürlich mit reinzunehmen. Lars, korrigier mich. Wir haben dann Pausenende 11.45 Uhr. Und ich würde Sie herzlich bitten, angesichts der tollen Diskussionsrunde, ich glaube, es scheint die Sonne auf der Terrasse, genießen Sie es, sprechen Sie miteinander und danach kommt die große Pause. Vielen herzlichen Dank.